Und zwar dieser berühmte Vers, den viele von euch kennen, der 30. Vers der Sure Enbiya, wo es um den Urknall bzw. um das Wasser geht. Da sagt Allah: أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass die Himmel und die Erde eine zusammenhängende Masse waren? Sie waren auf einem Punkt, Himmel und Erde. Also nochmal überlegen, dieser Vers kam vor 1400 noch was Jahren. Ne? Da haben wir sie getrennt, فَفَتَقْنَاهُمَا, und aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Wollen Sie denn nicht glauben? Ich möchte nicht so weit in das Detail dieses Verses rein, weil ihr diesen Vers sowieso kennt mit dem Urknall. Und es ist sehr, sehr interessant, dass Allah hier sagt: Sehen denn diejenigen, die ungläubig sind, nicht, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren? Yani, kommt hier sogar vor, dass Allah indirekt hier sagt: Oh, ihr Muslime, wir stehen das im Koran, da sagen wir das, was es ist, aber die Ungläubigen werden das entdecken. Nicht die Muslime werden das entdecken. Deswegen sehen die Ungläubigen nicht, dass Himmel und Erde eins waren. Koran und Wissenschaft ist eins. Es gibt normalerweise keine islamischen und weltlichen Wissenschaften. Die Wissenschaft ist eins. Bloß es gibt einen Unterschied zwischen den Koranwissenschaften und der weltlichen Wissenschaften. Ein Hauptunterschied. Und zwar, der Hauptunterschied zwischen dem Koranwissenschaft und der weltlichen Wissenschaft ist, dass der Koran das Endergebnis sagt. Der Koran sagt, das ist das Endergebnis. Und die weltlichen Wissenschaften, die Gelehrten, die Astrologen, die Archäologen und so weiter und so fort, die Forscher, die Wissenschaftler, die forschen, die Philosophen, die forschen, machen Fehler, widerlegen sich in Jahrhunderten und dies und das, und zum Schluss kommen sie auf das Ergebnis, was der Koran gesagt hat. Das ist der Unterschied zwischen den Koranwissenschaften und den weltlichen Wissenschaften. Der Koran sagt das Endergebnis und die Menschen, die forschen dorthin. Und hier ist es so, kommt es einem vor, dass wirklich, dass hier so gesagt wird, die Ungläubigen werden wirklich diesen Urknall entdecken, die Gammastrahlen entdecken und etc. Als Urknall wird in der Kosmologie der Beginn des Universums, das ist mal ein wichtiger Punkt hier, also der Anfangspunkt der Entstehung von Materie, Raum und Zeit bezeichnet. Materie, Raum und Zeit begann mit dem Urknall. Ja? Nach der kosmologischen Standardmodell ereignete sich der Urknall vor ganz genau 13,8 Milliarden Jahren. Ja, das ist so bekannt. Ja? Ich denke, im Koranprojekt, die Brüder und Schwestern, die Koranprojekt mitverfolgen, die sind das schon bewandert. Urknall aber, jetzt vielleicht was Neues, vielleicht für einige. Urknall bezeichnet keine Explosion in einem bestehenden Raum, sondern die gemeinsame Entstehung von Materie und Zeit aus einer ursprünglichen Singularität. Also, ich möchte mal hier zwei Bilder diesbezüglich einblenden lassen. Erstens das ist die Singularität. Hier ist Himmel und Erde eins. Das explodiert und in dieser Explosion entsteht Zeit und Raum und Materie, und in diesen 13,8 Milliarden Jahren entstehen dann quasi der ganze Kosmos. Hier gibt es ein anderes Bild, das habe ich auch mal damals einblenden lassen. Hier gibt es die wie nennt sich das nochmal, Quantenfluktuation. Hier entsteht das. Und dann bis nach 380.000 Jahren nach dem Urknall nennt man das Hintergrundstrahlung. Und dann entsteht das dunkle Zeitalter. Das heißt, der Urknall, wenn man sich das so zeitlich vorstellt, passiert hier, und dann sind wir ungefähr jetzt so in diesem, circa in diesem Bereich. Das ist ungefähr diese 13,7 bzw. 13,8 Milliarden Jahren. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das mag für euch vielleicht heute sehr, sehr normal vorkommen. Also bis vor 100, bis vor 200 Jahren haben die Leute gedacht, das Universum ist ewig. Das war Atheismus, Materialismus. Und hier kommt ein Mensch, der des Lesens und Schreibens unkundig ist in dem Sinne, in der Wüste, und berichtet hier plötzlich von einem Urknall. Ja? Nochmal, zur Urknalltheorie möchte ich auch nochmal eine Sache hier zu diesem Zusammenhang sagen. Urknalltheorien beschreiben nicht den Urknall selbst, sondern das frühere Universum in seiner zeitlichen Entwicklung nach dem Urknall. Urknalltheorie ist nicht der Urknall.
Das ist die frühere Entwicklung von einem Zeitpunkt, wann beginnt er, pass auf jetzt, von einem Zeitpunkt mehr als eine Planckzeit. Weißt du, was eine Planckzeit ist? Ich auch nicht, ich musste nachgoogeln. Etwa 10 minus 43 Sekunden. Was ist 10 minus 43? Wie kann man das erklären? 0,43 Nullen. Also 0,43 Nullen Sekunde. Da von diesem Zeitpunkt, also 0,43 Nullen, also 10 minus 43 Sekunden, bis 300.000 bis 400.000 Jahre später. Dieser Zeitpunkt nennt man die Urknalltheorie. Also 0,00000, 43 mal 0. Von diesem Zeitpunkt an bis 300.000 bis 400.000 Jahre danach. Also, was hier gezeigt ist, die 300.000 Jahre hiernach. Das ist hier dieser Zeitpunkt. Das ist, das ist, als sich stabile Atome bildeten, also das ist später, das ist die Urknalltheorie, als sich stabile Atome bilden konnten und das Universum durchsichtig wurde, ja, die weitere Entwicklung ab 300.000 Jahre wird nicht mehr als Bereich des Urknalls gezählt. Ja? Also wie gesagt, das zu diesem Thema, dass das in den 30. Vers dieser Sure geschrieben steht, aber hier steht noch was sehr Wichtiges geschrieben, denn Allah sagt hier, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Und wir haben alles Lebendige aus was erschaffen? Aus Wasser erschaffen. Ich habe in einem Unterricht im 288. Koranprojekt vieles darüber berichtet, sogar das Wasser vor der Schöpfung von Himmel und Erde sehr höchstwahrscheinlich da gewesen war. Heute sagt man doch immer, wir wissen nicht, was vor dem Urknall war. Weil die Wissenschaftler können nur bis kurz vorm Urknall kommen. Kurz vorm Urknall ist diese 0,0043 mal 0. Mehr kommen sie nicht hin. Weil der Satz vor dem Urknall, was war denn vor dem Urknall? Der Satz ist falsch. Weil vor ist mit Zeit was zu tun. Es gab kein Vor und kein Nach. Weil es gab keine Zeit, es gab keinen Raum in dem Sinne, wie wir heute leben. Ja? Aber es war was gewesen, sagt der Koran? Es war Wasser gewesen. Denn aus dem Wasser ist das Lebendige entstanden. Ja? Und in dem Koran, in der Sure Hud, im 11. Vers, in der 11. Sure, im 7. Vers steht Allah, sagt Allah, das ist ein Koranwunder hier. Und Allah hat Himmel und Erden in 6 Tagen erschaffen, in 6 Epochen erschaffen. Und sein Thron war auf dem Wasser gewesen. Sein Thron, der Thron Allahs war auf Wasser gewesen. Guck mal, es gibt einen Hadith, der wird bei Tirmizi, Ibn Majah und Ahmed ibn Hanbal zitiert. Ebu Rezin berichtet, radiyallahu an. Er sagt, Kultu ya Rasulullah. Ich habe zum Propheten gesagt, ja, Gesandte Allahs. O, der Gesandte Allahs. Eina kana Rabbuna Azza wa Jalla qabla an yakhluqa al-khalaqa. Wo war unser Herr, wo war Allah, bevor er die Schöpfung begann? Ja, wo war denn Allah? Eine wichtige Frage. Qale, und der Prophet sagte, kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa, thumma khalaqa 'arshahu 'ala al-ma'. Der Prophet sagte, bevor die Schöpfung entstanden ist, er war in einem Zustand, Allah, wo es nichts anderes gab. Es gab nichts über ihm. Es gab keine Luft über ihm und keine Luft unter ihm. Also es war nichts, weil über ihm und unter ihm gibt es ja nichts. Und er erschuf seinen Thron auf dem Wasser. Er erschuf seinen Thron auf dem Wasser. Das heißt, er hat das Wasser erschaffen und dann hat er seinen Thron auf dem Wasser erschaffen. In einem Hadith, wieder bei Bukhari und Tirmizi, das ist ein längerer Hadith, da sagt unser Prophet, es existierte nur Allah und vor ihm war nichts. Und sein Thron war über dem Wasser. Danach erschuf er Himmel und Erde und hat in den Zikr, in den Lewhi Mahfuz, alles dokumentiert, in der Harddisk. Imam Qurtubi berichtet in seinem Werk, da sagt er, von Kaab berichtet er, Allah erschuf einen grünen Rubin. Dann blickte er mit seiner Majestät und Allmacht auf ihn. Ein grüner Rubin. Und danach hat er seinen Blick auf ihn gewendet. Durch diese Furcht wandelte es sich zitternd in Wasser um. Dieser Rubin hat angefangen zu zittern und dieser grüne Rubin wurde plötzlich zu einem Wasser verwandelt. Das ist der Grund, auch wenn es sich nicht bewegt scheint, dafür, dass es bis heute das Wasser zittert und lebt. Danach erschuf Allah den Wind
und legte das Wasser darauf. Dann platzierte er seinen Thron auf dem Wasser. Also ich finde persönlich gesehen, das ist eine sehr, sehr wichtige Information. Wie gesagt, ich habe für die Brüder und Schwestern, die diesen Unterricht gerade jetzt zum ersten Mal hören, im 288. Koranprojekt haben wir über das Geheimnis des Wassers berichtet. Dort verwiesen wir auf den Wissenschaftler Dr. Masaru Emoto, diesen japanischen Wissenschaftler, der über die Speicherkraft des Wassers berichtete. Und ich habe damals hier, ich mache es in diesem Zusammenhang nochmal, zwei Bücher, die wurden ins Deutsche übersetzt. Die Botschaft des Wassers, ich möchte gar nicht ins Detail jetzt rein, guckt euch das an. Die Botschaft des Wassers, das heißt Wasser speichert, Wasser lebt, Wasser denkt. Ja? Und es gibt hier ein anderes Buch, ins Deutsche übersetzt. Ich habe es leider noch nicht kaufen können. Seit dem 288. Koranprojekt möchte ich das unbedingt kaufen. Heute sind wir schon bei 330. Das heißt, Wasser und die Kraft des Gebetes. Ja? Da werdet ihr sehen, was das Wasser für eine Speicherkraft hat. Sogar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Rahmetullahi Aleyh hat in seinem Werk gesagt, dass das Rezitieren der Gebete auf das Wasser sehr wichtig ist. Das sagt sogar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Also quasi, lange Rede, kurzer Sinn, alles Lebendige wurde aus dem Wasser erschaffen, sagt Allah vor allem mit und nach dem Urknall. Eingeschlossen sind die, alles eigentlich, die Pflanzen, ausgenommen sind davon aber Engel, Dämonen, also, ne, und Menschen. Eigentlich, in der Erstschöpfung. Jetzt werde ich sagen, doch, der Mensch ist doch aus Wasser. Wir sind aus 71% aus Wasser, genau wie die Welt auch. Die Welt ist aus 71% Wasser und wir sind aus 71% Wasser. Aber die Erstschöpfung ist nicht mit Wasser. Denn, guck mal, also unser Prophet sagt, in Sahih Muslim und Imam Ahmed, Khuliqatil mala'ikatu min nur. Die Engel wurden aus Licht erschaffen. Wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Und die Dämonen, also der Ursprung der Satan auch, die wurden aus einem rauchlosen Feuer erschaffen. Und Adam wurde mit dem erschaffen, also was euch erklärt worden ist im Koran. Aus was wurde Adam erschaffen? Aus Lehm, aus trockenem Lehm, aus trockenem Schleim und so weiter und so fort. Aber in der Ersterschaffung Adam sehen wir kein Wasser. Sehen wir die Erde. Später kommt bei den Menschen natürlich das Wasser mit dazu. Ich mache inshallah weiter. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Und wir haben auf der Erde festgegründete Berge gemacht, dass sie nicht mit ihnen wanke. Ja, ich habe mehrmals dieses Beispiel erzählt. Warum hat Allah Ta'ala die Berge auf die Welt gemacht? Damit die Welt nicht ins Wanken kommt. Was heißt das? Rasulullah a.s. hat bestimmt keinen Maßstab genommen, hat geguckt, warum kommt die Welt nicht ins Wanken. Ihr kennt Bäume. Bäume haben meistens eine längere Wurzel nach unten als nach oben. Also die Wurzel eines Baumes ist meistens länger als der Baum selbst. Sehen wir natürlich nicht. Und so sind die Berge auch. Die Berge sind die Nagel, denn Dünyan Chivisidisch. Die Berge gehen nach oben, aber doppelt so viel gehen sie nach unten. Das heißt, die Welt besteht ja quasi aus Magma. Vergleichmäßig ein Apfel. Wenn wir einen Apfel haben und schneiden den Apfel durch, das, was die Haut des Apfels ist, ist unsere Erde. Stein. Und was das Fruchtfleisch, sage ich jetzt mal, heißt das Fruchtfleisch? Also der Apfel an sich eigentlich ist, ohne die Schale jetzt, das ist die Magma. Und wenn die Berge, die sind auf der Welt und sie sind in dem Magma rein, die gehen in das Ding rein, sie sind mit diesem Erdkrusten, ihr kennt Erdbeben und so ganze Geschichte. Dadurch kommt die Welt nicht ins Wanken. Wenn die Welt keine Berge hätte, dann würden die Kontinente noch heftiger rasen und wenn Kontinente auf Kontinente prallen würden, dann haben wir Sodom und Gomorra im maximalsten Sinne. Deswegen sagt Allah, und wir haben festgründige Berge gemacht, damit sie nicht mit der Welt ins Wanken komme. Und wir haben auf ihr breite Durchgänge als Wege gemacht, auf das sie rechtgeleitet bzw. den wahren Weg finden. Also so sagt Allah, wenn wir den Menschen schon einen Weg in der Welt machen, im Physischen, wie können wir den Welt im Metaphysischen keine Welt machen, Hidayat, bzw. kein Koran geben, wobei wir auf den Bergen und in den Bergen zwischen den Ländern ihnen Möglichkeiten gegeben haben, dass sie auf den Ländern reisen können. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Und wir haben den Himmel zu einem wohlbehüteten Dach gemacht. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُغْرِدُونَ. Dennoch wenden sie sich von seinen Zeichen ab. Der Himmel ist geschützt, der Himmel ist mahfuz. Was heißt das? Es sind zwei Meinungen. Die erste Meinung ist, damit ist der Himmel von den Satanen geschützt.
damit sie nicht vom ersten Himmel lauschen, die Dämonen, die Satane, was in dem ersten, was vom ersten bis zum zweiten Stufe des Himmels geredet wird. Die zweite Meinung ist, damit ist die Ozonschicht gemeint. Allah hat die Welt mit der Ozonschicht geschützt, wegen bestimmten Strahlen etc., Kometen und so weiter und so fort. Beide Meinungen sind hier durchgängig. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Und er ist es, der die Nacht und den Tag, die Sonne und den Mond erschaffen hat. كُلُّمْ فِي فَلَكٍ يَسْبَهُمْ. Alles läuft in seiner jeweiligen Umlaufbahn. Guck mal, die Umlaufbahn im Koran, die Menschen haben immer gedacht, die Sonne steht auf ihrem Platz. Aber in der Sura Yasin steht geschrieben, وَشَمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Und die Sonne steht nicht auf einem Punkt. وَشَمْسُ تَجْرِي أَسْنَدَ أَقِيُّ. Die Sonne fließt لِمُسْتَقَرٍ لَهَا, zu ihrem festgesetzten Ort. Die Sonne dreht sich auch um einen anderen Stern, steht im Koran geschrieben. Alles hat eine Umlaufbahn. Sonne, Mond, Sterne, die sind nicht fest. Alles hat eine Umlaufbahn. Und wisst ihr, was Umlaufbahn im Koran heißt? Jedes ist in seiner Umlaufbahn. Hier, der 33. Vers. Kullun fi felakin. Jedes ist in seiner Umlaufbahn. Kullun fi felakin. Jedes ist in seiner Umlaufbahn. Kullun fi felakin. Kullun fi felakin. Kullun fi felakin. Guck das nochmal an. Kullun fi felakin. Jedes in seiner Umlaufbahn. In der Mitte ist das Je, dann links und rechts ist ein Fe, dann kommt doppelt auf der Seite das Lam und dann das Kef. Kullun fi, in der Mitte ist die Sonne oder der bestimmte Stern, Nejin Nujum, und dann Felek. Wenn ihr das guckt, ist das komplett in einer Umlaufbahn. Kullun fi Felekin. Also solche Beispiele gibt es im Koran viel, aber ich möchte jetzt nur das dazu gesagt haben. وَجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Und wir haben für keinen menschliches Wesen vor dir ewiges Leben gegeben, ja, Mohammed. أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Wenn du nun stirbst, werden sie dann ewig leben. كُلُّ نَفْسٍ زَائِكَةُ الْمَوْتِ. Jede Seele auf dieser Welt wird den Tod nicht sterben. Sie wird den Tod kosten, schmecken, spüren. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Und wir prüfen euch mit Schlechten und Guten als Versuchung. Anne, wie geht ihr damit um? وَإِلَيْنَا تُرْجَوْنَ. Egal was ihr macht, und zu uns werdet ihr zurückgebracht werden. وَإِذَا رَاءَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Und wenn diejenigen, die ungläubig sind, dich sehen, o Mohammed, machen sie sich über dich nur lustig. Nach all diesen ganzen Tawhid und Nubuwwat-Geschichten. Und was sagen sie? Ist das derjenige, der eure Götter in abfälliger Weise erwähnt? Ist das derjenige, der eure Grundwerte verleugnet? Der eure Götter schlecht macht? Während sie es doch sind, die die Ermahnung, den edlen Koran, die eigentliche Wahrheit des Al-Abamas, guck mal, wieder Rahman, der barmherzig ist, trotzdem barmherzig ist, verleugnen. صدق الله العظيم